Ja, Geschmack ist alles, aber zählt das denn auch für solche Nüsse? Natürlich zählt das für solche Nüsse. Die Rewe Bar-Style und Bier-Style-Erdnussmix. Das habe ich gerade frisch entdeckt und dachte ich mir, die teste ich doch mit euch mal aus und sage euch, was da drin ist und ob es überhaupt schmeckt. Darum, ab in den Test. Willkommen bei der Foodshow. Ja, im Vorspann habt ihr schon gesehen. Nüsse gibt es für euch von Rewe in einer geilen Packung, finde ich. Ich finde das Design wirklich gut gelungen. Es gibt einmal Bier-Style Erdnussmix und Bar-Style Erdnussmix. Wo ist hier der Unterschied? Okay, der Name. Ah, sehr einfach. Nein, das ist ein pikanter Crunchy-Mix. Oder Crunchy? Ich sage immer Crunchy, ne? Mit W sehr gerne. Schreiben immer so Leute gerne drunter. Oh, du hast das ver. Anderes Thema. Oder der Würze-Gemix. Also pikant gegen würzig. Ja, die gab es heute bei Rewe. Ich habe durch Zufall nur entdeckt. Ich schlendere ja immer durch die Regale und gucke dann einfach mal. Und wenn ich irgendwas sehe, denke ich mir so, könnte das neu sein? Ich kann das Design nicht. Kann auch sein, dass es die schon viel, viel länger gibt und jetzt einfach nur ein anderes Design hat. Ich habe sie heute gekauft am 23.01. Ich muss gerade nochmal drauf gucken. Was wirklich sein kann, dass das wirklich nur ein neues Design ist, da der Nutri-Score drauf ist. Wenn diese Rewe hat ja bei seinen ganzen Eigenmarken gerade diese Anpassung auf den Nutri-Score. Da gibt es gerade viele Designanpassungen, aber jetzt fallen sie mir halt wirklich auf und jetzt bin ich mal gespannt, ob die geschmacklich was können. Ja, was erwartet euch hier? Ihr kriegt einmal bei dieser würzigen Version Reiskräcker mit einer pikanten Nuss. Das könnt ihr euch ungefähr vorstellen wie eine Nicknack, also so eine Teigmantelnuss. Eine Knusperrolle, sagte mir bisher nichts. Was ich jetzt gerade gesehen habe, dachte ich mir, okay, ist auch nichts Besonderes. Und eine milde Nuss, das ist auch eine Art Teigmantel-Erdnuss, nur mit einer anderen Würzung. Und, also Kalorien, hat das Ding natürlich auch 536 auf 100 Gramm, 120 Gramm, also eine ganze Mischung. Hier ist auch einiges drin, muss ich sagen. Also die Packungen sind auch gut gefüllt, also ungefähr bis hier, also über die Hälfte gefüllt. Der Rest ist natürlich Luft, aber natürlich, dass das Zeug nicht kaputt geht. Und bei der pikanten Mischung, das muss ich selber nochmal drauf gucken, ist dabei eine Salzbrezel, also mehrere Salzbrezel, eine milde Nuss, also wieder diese Reismandelnuss, Reismandel. Diese Knickknack-Teigmandelnuss, ein wieder der Reiskracker und eine krosse Nuss. Krosse Nuss könnt ihr euch so vorstellen, wie so eine kandierte Nuss, so von der Optik. Also wirklich so extrem, nicht Teigmandel, sie ist wirklich ganz kross mit Teig umschlossen und nicht so Knickknack-mäßig und Co., sondern einfach anders. Seht ihr gleich in der Nahaufnahme. Hat 525 Kalorien. Ja, beides könnt ihr euch jetzt in der Nahaufnahme, wie gesagt, auch direkt mal angucken und dann probieren wir sie. Ich bin gespannt, wie diese Mixe schmecken und ob sich das lohnt, weil an sich ist die Mischung gar nicht doof, finde ich. Es riecht auf jeden Fall sehr lecker. Darum, bis gleich. Ja, und jetzt sind wir hier draußen und gucken uns einmal die Nüsse an. Wie schauen denn diese Editionen aus? Bar-Style. Hier sehen wir sie. Also hier den Reiskracker. Hier diese Knusperrolle. Und hier sieht man auch diese beiden Knick-Knack-Arten. Da würde ich mal am ehesten nur Teigmandel-Erdnüsse. Man sieht, dass die eine ein bisschen dunkler ist. Hoffe ich, könnt ihr das gut erkennen. Das ist die bekannt gewürzte, das andere ist die mild gewürzte. Und der Bier-Style-Mix mit Brezel, dieser pikanten, knackigen Nuss. Mal gucken, das wird, denke ich mal, eine Erdnuss sein, die da richtig ummantelt ist. Wieder mit einer Art Knick-Knack-Teigmandel-Erdnuss und auch dem Reiskracker. Ja. Das sind die also. Das ist also auf jeden Fall da drin. In der Tüte ist auch ordentlich was drin, wenn man da reinguckt. Natürlich ist auch Luft, aber die ist über die Hälfte auf jeden Fall gefüllt. Jetzt zeige ich euch die Zutaten und die Nährwerte. Vielleicht könnt ihr es sogar auf einmal lesen. Und noch einmal der Bar-Style-Mix. Ich versuche es auch so zu machen, dass ihr beides lesen könnt. Und jetzt machen wir das Wichtigste. Wir probieren die beiden Nussmischungen. Gucken mal, ob eine besser schmeckt oder beide gleich lecker sind. Wir schauen mal. Ja, und jetzt habt ihr das gesehen und sie sehen an sich ansprechend aus. Jetzt natürlich nur die Frage, schmeckt das? Was ich euch vorher fragen kann, könnt ihr vielleicht in den Kommentaren beantworten. Es heißt ja hier so Barmix. Also Biermix von mir aus isst man zu Hause oder so. Aber wenn ihr mal in so einer Bar wart, Disco oder sonstiges, scheißegal, wenn wir es auch mal bald wieder dürfen, ist ja schon ein bisschen länger her, habt ihr diese Nüsse gegessen, wenn die da so auf der Theke oder so standen? Oder nur, wenn die euch frisch in ein Glas geschüttet wurden und euch an den Tisch gebracht wurden? Das ist immer so eine ganz interessante Frage, weil man muss wirklich sagen, das habe ich ja auch mal gelesen, ist eigentlich logisch,
wie viele Leute greifen da pro Tag in diese Nussmischung rein? Das ist schon ein bisschen eklig, wenn das nicht frisch umgefüllt wird. Das ist, glaube ich, in Deutschland nicht so ganz schlimm. Das ist, glaube ich, so in ausländischen Geschichten ein bisschen schlimmer, dass da wirklich die Nussmischungen immer nur aufgefüllt werden und jeder darf da mal reingreifen. Da schüttelt es mich. Aber naja, könnt ihr mal ganz schreiben, wie das für euch wäre. Würdet ihr in so ein Ding reingreifen oder nur, wenn es für euch frisch umgefüllt ist? Oder wenn ihr mit Freunden was esst, dann ist das ja vielleicht was anderes oder so. Aber naja, jetzt gibt es diese Mischung halt für zu Hause. Bar-Style-Mix. Jetzt haben wir über ein Thema geredet, was wir nicht weiter ausbreiten müssen. Bar-Style-Mix mit der krossen Knusperrolle und der pikanten Nuss. Also ohne dieser harten oder etwas härteren Nuss. Wir probieren mal einmal aus. Einmal der Reiskracker. Der ist gut. Schöne Konsistenz. Der hat aber Power. Ich sehe es auch hier unten. Chili-Pulver ist ja auch mit drin. Knoblauch, Kreuzpimmel. Das muss ich finden. Ich lasse es drin. Vielleicht hat es keiner so gehört. Aber Knoblauchpulver, Kreuzkümmel, Chili-Paprikapulver, Oregano. Das merkt man auch, dass hier ordentlich was drin ist. Der hat Dampf. Ich erwähne das Wort nicht nochmal. Ist mir einfach so rausgerutscht. Dann die Nuss. Schön knusprig. Boah, der hat aber auch... Also würzig. Man hätte ja schon leicht hot würzig draufschreiben können. Die haben schon Kraft. Also ist schon ordentlich Wumms hinter. Aber schmeckt. Sehr leckere Nuss. Jetzt probieren wir mal die etwas mildere. Die hat einen interessanten Geschmack. Ich schmecke gleich, ob da Honig oder so dran ist. Hier ist eine interessante Süße an der Nuss mit dran. Aber man merkt sofort, dass die nicht so heiß, so heiß ist, nicht so scharf ist. Sojasauce. Ja, könnte auch sein. Soja. Diese Süße aus der Sojasauce. Das könnte auch passen, dass das da mit dran ist. Und diese krosse Rolle. Bah, die ist öde. Sie hat auch diesen komischen Geschmack. Ich komme gerade nicht drauf, was es ist. Ich suche es gerade. Ah, oh, was ist das? Tapioca? Nee. Ich könnte... Entschuldigt bitte, das sind jetzt die Krümel. Ich kann es euch gar nicht sagen. Also, ich sag mal so, der komplette Mix ist gut, bis auf diese krosse Knusperrolle. Die Knusperrolle ist ekel. Also ekel. Die ist jetzt nicht der Knaller. Ich muss mir gerade mal Wasser holen. Ich habe mir vergessen, vorher was einzuschütten. Ich habe gerade ein Testvideo schon gemacht und hatte mein Glas nebenbei ausgetrunken. Aber der Barmix. Sagen wir so, der Barmix ist gut. Haut mich nicht hundertprozentig vom Hocker, wie gesagt, diese krosse Rolle oder Knusperrolle. Aber die scheint hier auch nicht so viel drin zu sein. Das ist das Gute dran. Was richtig geil ist, muss man sagen, sind diese Maisdinger. Also, diese Reiskracker, die sind mehr. Auch die bekannte Nuss. Aber der Reiskracker, der haut so wirklich raus. Ich sag mal, trotzdem 4 von 5 Punkten. Die ist eigentlich gut. Die ist gut, die Mischung. Ich sag nur, diese Knusperrolle, die ist ein bisschen öde, aber wenn man die Knusperrolle vielleicht mit was anderes zusammen isst, dann schmeckt sie vielleicht nicht so schlecht. Aber ich komme nicht auf diesen Geschmack. Der ist einfach so, dieses, das geht so weg im Mund. Ich komme gerade nicht drauf. Egal. Ein Biermix. Passend zum Bier oder zu allen anderen, schmeckt sich ja auch zu anderen Sachen. Ich bin ja nicht der große Biertrinker, das wisst ihr ja, wenn ihr mir schon länger folgt. Aber gucken wir mal. Brezel, okay, wird hoffentlich schmecken. Salz ist ein bisschen dran. Das schmeckt auch wie so eine Brezel aus einer Mischung. Also, ich finde so eine Brezelmischung, also immer irgendwo, wo so eine Brezel drin ist. Hat die Brezel so einen komischen, typischen Geschmack, wo man sofort weiß, das ist aus einer Mischung. Wenn ich eine Brezel aus einer Tüte kaufe, wo nur Brezeln drin sind, schmecken die immer anders. Ich weiß nicht, ob das auch schon mal aufgefallen ist, aber das ist so ein typischer Geschmack einfach. Die milde Nuss. Das ist die gleiche wie hier drüben, also wie in der vorigen Version. Der Reiskracker, der müsste jetzt ja ein anderer sein, oder vielleicht ist es der gleiche.
Nee, das ist ein anderer jetzt. Der ist aber auch lecker. Also ich bin ja kein riesen Maiscracker insgesamt von diesen Dinger-Fan, aber die sind richtig gut. Eine Mischung aus den beiden, mega. Also wenn Rewe das Video sieht oder auf Instagram das dann sieht, oder dann sagt, macht bitte so eine Reiscracker-Mischung aus diesen beiden Reiscracker-Dingern. Ich würde das Ding sofort kaufen. Und jetzt diese krosse Dinger hier, ne? Diese mega krosse Nuss. Mal gucken, ob die auch gut knackt. Na, geht. Vom Knacken. Ja. Ist halt einfach eine Nuss. Hat einen kleinen schönen Nussgeschmack. Hier muss man ein Verhältnis sagen. Ich glaube, dass ich die Version ein bisschen besser finde. Das liegt aber nur daran, dass da drüben halt diese komische Rolle drin ist. Obwohl hier die Brezeln besser sein könnten. Aber diese Reisdinger, die meinte, die feiere ich gerade. Die finde ich mega lecker. Ah, jetzt zückt mir die Nase. Der gebe ich 4,5 von 5. Ich gebe dir einfach wirklich eine bessere Bewertung. Die ist in der Kombination einfach dicken besser. Das Einzige, was ist, hat diese Brezel. Diesen typischen Nussmischung-Geschmack hat. Oder Brezel-Geschmack, also Mischung-Teller-Kram-Geschmack hat. Beide interessant. Kann man beide kaufen. Vielleicht habt ihr sie schon mal probiert. Welche Version würdet ihr eher nehmen? Die etwas mit der milderen Version oder hier, wo ein bisschen Chili und Co. dran ist, die ein bisschen mehr Dampf hat? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob ihr sowas mögt. Und wie gesagt, zu dem Thema vorhin könnt ihr auch noch was dazu schreiben. Und nicht zu dem Sprachfehler bei dem Wort Kümmel. Aber naja. Wir sehen uns jetzt in eins der nächsten Videos bei der Foodshow. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich trinke jetzt noch einen Schluck. Bis später oder bis morgen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.